Was geht ab, Freunde? Heute ein Video, was nicht aus dem Stream kommt. Viele von euch haben mich gefragt, was mit deinem Auto? Und ich hab's endlich abgeholt. Ich hab's schon mal in der Story gezeigt, wie ich da so am Steuer gesessen habe. Aber wie das Auto aussieht, habt ihr noch nicht gesehen. Wenn ihr Transformers 1, 2, 3 und 4 geguckt habt, dann ist das nichts im Vergleich zu meinem Fahrzeug. Denn ihr wisst, mein Fahrzeug ist nicht nur Silber in der Grundfarbe, sondern auch foliert. Ich habe das grau folieren lassen. Ja, das heißt, es mussten jetzt neue Teile bestellt werden. Die wurden drauf gemacht, die wurden lackiert. Und jetzt müssen sie noch foliert werden, damit das ein einheitliches Bild ergibt. Ja, weil es noch nicht so lange her ist mit dem Lackieren, muss ich mit dem Folieren noch warten. Das heißt, ich fahre aktuell einen Transformer durch die Gegend. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich werde euch jetzt gleich ein paar Videos zeigen, wie ich es abholen gefahren bin. Auf dem Weg war Stau sein Urgroßonkel. Kurze Szenen davon seht ihr hier. Freunde, wie ihr sehen könnt, hinter mir nur Berge. Ich bin auf dem Weg nach Ostanatolien. Dort werde ich mein Fahrzeug abholen. Nein, Spaß. Ihr seht, wir haben einen dicke, dicke, fette Stau vor uns. Guckt euch das mal bitte an. Wir müssen hier alleine 27 Minuten Umweg fahren, weil in Deutschland es geregnet hat. Und ja, dementsprechend muss ich jetzt einen Trick anwenden. Wir sehen hier, die Straße ist voll. Ihr seht es, bei Rot. Bitte Motor aus. Okay, ich bin endlich angekommen nach 3 Stunden Autofahrt durch den Stau. Jetzt holen wir mein Auto ab. Ich bin gespannt, ob es noch fährt, ob es stinkt. 1 Monat lang in der Sonne ist auch nicht so schön. Ja, und dann war ich das Auto endlich abholen. Es stand da. Das erste, was ich gesehen habe, war die Motorhaube. Ich kam dahin, war noch niemand da. Ich sehe so diese Motorhaube, wie die da so an die Wand gelehnt ist. Also die alte Ex-Motorhaube. Mein Herz hat natürlich sofort geblutet. Oh shit. Ich habe hier schon meine alte Motorhaube gefunden. Und jetzt zeige ich euch, wie das Auto aktuell aussieht. Oh shit. Wie ihr seht, von dieser Seite ist alles, wie es mal war. Aber ihr habt schon ein bisschen gesehen, bevor ich euch jetzt die andere, das ist übrigens ein sehr wildes Loch bei mir in meinem Fuß, bevor ich euch jetzt die andere Seite zeige, das Auto ist einfach ein Transformer geworden. Kotflügel ist neu, Stoßstange ist neu, Motorhaube ist neu, Kennzeichen ist geblieben. Hier haben natürlich schon einige Fliegen ihr Unwesen getrieben. Die Felge zu besorgen hat so lange gedauert. Ihr seht, er ist jetzt ein Original Transformer geworden. Hinten ist alles wie gewohnt. Ich muss den neu folieren. Und der Bre Creative Car Wrap Waldi, Waldemar, Waldinski wird das übernehmen. Dann wird der Bruder auch wieder aussehen wie vorher. Also Freunde, zu der ganzen anderen Thematik mit der Hokoburg, wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Die Hokoburg übernimmt das Ganze. Es gab hier so ein paar Reibungspunkte, die haben wir beseitigt. Es gab einen sogar in euren Reihen, der mir da extrem geholfen hat. Bruder, du weißt, wer gemeint ist. Ich küsse dein Herz. Ich werde es nicht vergessen. Essen geht auf meinen Nacken. Safe. Und ich bin einfach froh, mein Auto wieder zu haben, weil mein Auto für mich einen emotionalen Wert hat. Ich habe in diesem Fahrzeug den Antrag gemacht und dieses Auto, wie ich euch schon gesagt habe, soll auch mein Hochzeitsfahrzeug werden. Ich mag das nicht, irgendwelche dicken Karren zu mieten. Die, die das machen, ist ja gar kein Problem. Es gibt ja auch Sachen, wo ich einen Tag mal gerne mir einen Luxus gönnen möchte. Zum Beispiel, was weiß ich, man geht in eine Therme, man hat keine Sauna zu Hause. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so, ich gehe nicht in die Therme, wenn ich keine Sauna habe, aber dieses Auto hat für mich einfach so einen hohen emotionalen Wert, dass egal welches Flex-Auto ich besorgen könnte an dem Tag, es nicht so viel wert wäre für mich wie das Auto. Und deswegen bin ich saufroh, dass es geklappt hat, dass es jetzt endlich repariert ist, dass ich darauf warte, dass unser Bre Waldemar das folieren wird. Kuss geht raus auf die Nuss an dieser Stelle. Waldemar Bro, der mich auch schon oft den Arsch geritzt hat, wenn es um Kfz-Fragen ging. Ich bin froh, dass die Versicherung das übernimmt. Bezahlt wurde zwar jetzt bis jetzt noch nichts, aber ich bin mal, ich sag mal, wohlwollend. Ich möchte mir da selber kein Auge machen. Ich denke schon, dass es alles irgendwie gedeichselt wird, hingekriegt wird, sodass es am Ende passt. Und euch bitte, fahrt vorsichtig. Versucht, so vorausschauend zu fahren, wie es nur geht. Es ist nicht wert, sein Leben zu lassen
für ein Kfz, für eine Strecke, für einen Weg, ob du jetzt 5 Minuten schneller da bist oder nicht. In dem Sinne, seid immer schön vorsichtig. Ich küsse eure Herzen für alle, die unterstützt haben, die supportet haben, die das ganze Ding auch so ein bisschen durch die Decke getrieben haben, dass es so ein bisschen Wellen geschlagen hat und dass ich mich am Ende des Tages auch einigen konnte mit den Leuten. Liebe geht raus, passt auf euch auf, ich halte euch auf dem Laufenden und bis dann.